Ja, vielen Dank. Freue mich, dass so viele gekommen sind. Heiko Zumsprichl ist mein Name. Ich komme vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Baden-Württemberg oder kurz LGRB. Die Abkürzung werden Sie im Vortrag häufiger hören. Und ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über die neuen Web-Anwendungen, die wir, an denen wir, ich sag mal so, in den letzten 2 Jahren gearbeitet haben und die jetzt auch nach und nach, der letzte Kartenviewer jetzt im Februar freigeschaltet werden. Wir haben das zusammen gemacht mit einer Firma, die vor allen Dingen für die technische Umsetzung und die Sonderfunktionen im Kartenviewer da das durchgeführt hat. Das ist die Firma WWL, Umweltplanung und Geoinformatik aus Bad Krozingen. Von daher setzen sich die Autoren zusammen, einmal aus Günther Sucker, Joachim Schuff, das sind Kollegen vom Geowissenschaftlichen Landesservicezentrum, und Alexander Kremer und Johannes Engel von WWL und mir. Ja, kurz, wer wir sind, Landesamt für Geologie und Rohstoffe und Bergbau oder LGRB. Wir sind der Geologische Landesdienst, also die zentrale geowissenschaftliche und bergbauliche Behörde im Land Baden-Württemberg, und haben halt die Aufgabe, Daten über den Untergrund zu erheben, zu dokumentieren, zu pflegen, zu verarbeiten und zu bewerten und all diese Informationen halt einem relativ breiten Nutzerkreis aus Staat, Wissenschaft, Wirtschaft und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Wir machen das natürlich auch auf, sage ich mal, die Oldschool-Weise. Es gibt eine ganze Menge Druckwerke, geologische Karten, Berichte, Reports, aber halt auch in Form von Internetportalen. Wir haben als Behörde damit relativ frühzeitig angefangen, hier auf Webdienste zu setzen. Das war dann vor meiner Zeit schon, 2004, glaube ich, haben wir damit angefangen. Und seit 2006 werden halt die geowissenschaftlichen Landesdaten mit OGC-konformen Webdiensten bereitgestellt. Dadurch, dass diese Themenvielfalt in Geologie und Bergbau so groß ist und auch dieser Nutzerkreis, ist da inzwischen auch schon eine ganze Menge zusammengekommen. Insgesamt, ich habe nochmal durchgezählt, sind das derzeit 37 Webdienste, die über 400 Layer enthalten. Die meisten davon natürlich WMS. Ja, wenn Sie auf unsere Seite gehen, Geodatendienste des LGRB unter Service, dann finden Sie alle die WMS oder die Webdienste aufgelistet und können sich auch eben die entsprechende URL da herausgreifen. Das und erhalten weitere Informationen. Ist dieser Dienst anmeldepflichtig? Die Get Capabilities können Sie natürlich bekommen. Gibt es einen Download-Service? Gibt es Metadaten zu dem Webdienst oder zu den Daten? Das ist also diese Gesamtauflistung. Und hier links sehen Sie auch die Themen, die da interessant sind. Das ist einmal Bergbau, Bodenkunde ist bei uns angesiedelt. Daten über Bohrung, Nachweisdaten, dann der Erdbebendienst ist bei uns angesiedelt. Dann natürlich klassisch geologische Karten, Geothermie oder Erdwärme, Geotourismus, Hydrogeologie ist bei uns angesiedelt, Ingenieurgeologie und Rohstoffgeologie. Also schon relativ breiter Themenkreis. Ja, ich hatte gesagt, oder der Titel sagt es ja auch schon, wir haben diese Anwendungen und die Dienste, die wir haben, überarbeitet und haben da im Mai 2012 angefangen. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir in einem größeren EU-Projekt, dem Projekt Georg, wo die Geopotenziale im Untergrund des Oberrheingrabens bearbeitet wurden, länderübergreifend. Dort waren wir Projektkoordinator und in diesem Projekt war es eben auch dann gefordert, einen Kartenviewer oder über Webdienste das Ganze bereitzustellen, die Ergebnisse. Von daher waren aber auch, das war das Gute halt, Haushaltsmittel oder finanzielle Mittel zur Verfügung, um das umzusetzen. Im Mai 2012 haben wir damit angefangen und unsere Ziele waren einmal halt im LGRB, in den Webanwendungen des LGRB, diese Anwendung einmal zu modernisieren, also einmal die technischen Komponenten abzudaten, an Layout und Design Verbesserungen vorzunehmen, die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern, dass das Handling also vor allen Dingen in den Kartenviewer-Anwendungen halt intuitiver wird. Der Funktionsumfang sollte an einigen Stellen erweitert werden und die Performance insgesamt sollte sich verbessern.
Und ein weiteres Ziel oder eine weitere Motivation war eben auch die der Standardisierung und Vereinheitlichung. Ich hatte schon gesagt, es gab halt Anforderungen aus den länderübergreifenden EU-Projekten Georg. Und wir haben derzeit noch ein zweites EU-Projekt laufen, Geomol. Da werden die Geopotenziale im alpinen Vorlandbecken bearbeitet. Da sind wir nicht Projektkoordinator, aber werden wahrscheinlich auch die Kartenanwendungen da machen. Da gibt es Anforderungen und dann halt, was viele Behörden wahrscheinlich auch umtreibt, dann die Anforderungen externer oder übergeordneter Geodateninfrastrukturen, also bei uns die Geodateninfrastruktur GDI-BW, dann die nationale GDI.de oder dann halt letztendlich die europäische Inspire-Richtlinie. Ja, welche Komponenten haben wir in unserem LGRB-Informationssystem? Einmal natürlich die Homepages, die eigene LGRB-Homepage als sozusagen als Visitenkarte nach außen. Wir kümmern uns aber auch um die gemeinsame Homepage der staatlichen geologischen Dienste in Deutschland, InfoGeo, und halt eben auch die Homepages der EU-Projekte, die ich schon erwähnt habe, Georg und Geomol. Dann gibt es einen Online-Shop im LGRB. Dann halt verschiedene Kartenviewer-Anwendungen, einmal den LGRB-Kartenviewer und die Kartenviewer der EU-Projekte. Es gibt dann ein Informationssystem für Erdwärme, für oberflächennahe Geothermie in Baden-Württemberg, das heißt ISONG, oder die Ingenieurgeologische Gefahrenhinweiskarte, die jetzt neu ist. Andere Geo-Anwendungen sind zum Beispiel das Bohranzeigesystem, wo also Ingenieurbüros dann auch ihre Bohrungen, ihre Bohrdaten an uns liefern können. Oder die hydrogeologisch-geotechnische Beurteilung vom Bauvorhaben, das UVB-Portal. Oder halt auch so etwas exotische Geoanwendungen wie der standortkundliche Weinbauatlas. Und eine weitere Komponente, die auch schon häufiger heute Vormittag angesprochen wurde, ist die der Metadaten. Wir halten halt die Metadaten für die LGRB. Produkte und für die EU-Projekte Georg und Geomol. Und im Weiteren werde ich halt vor allen Dingen auf die Kartenviewer, aus dem Kartenviewer, aus dem LGRB-Kartenviewer und aus dem Georg-Kartenviewer einige Sachen zeigen und kurz auf die Metadaten dann eingehen. Ja, das ist der alte Kartenviewer, so etwa seit 2006 oder so in Betrieb. Und der sollte halt von Layout und Design modernisiert werden. Sie sehen halt die Basiskarte, die sich da öffnet. Und das war vom Handling her schon, ja, das lief schon sehr stabil, war vom Handling her aber doch ein bisschen umständlich. Da gab es halt viele, die sagten, da müsste mal irgendwie was Neues passieren. Man kann sich halt aus diesen Themen, die ich auch schon genannt hatte, aus diesen unterschiedlichen Themenblöcken, die einzelnen Layer aussuchen. Musste die dann per Drag and Drop dann in so ein Ergebnisfenster ziehen, musste das Fenster schließen, konnte sich das dann anzeigen lassen im Kartenviewer. Wenn man das ändern wollte, musste man wieder zurück. Also das sollte etwas vereinfacht werden und das haben wir jetzt mit diesem LGRB-Kartenviewer, denke ich, schon geschafft. Die Themenblöcke sind hier angeordnet. Man macht das dann halt in verschiedenen Ebenen, dass man sich herunterklickt. Dann gibt es halt diese Standard, das ist so eine Standard-Funktionsleiste mit ja den ganz geläufigen Funktionen, also Get Feature Info, verschiedene Zoom-Möglichkeiten. Zu jedem Layer können Sie die Transparenz einstellen oder sich eine verkürzte Form der Metadaten anzeigen lassen. Also wir halten die Metadaten halt zentral in einer Datenbank. Bestimmte Sachen, die dann interessant sind, also meinetwegen der Abstract dann zu dem Layer oder halt Schlagwörter oder der Maßstab, in dem die Daten angezeigt werden, können dann hier abgegriffen werden. Ja, kurz zu den Eckpunkten an Technologie setzen wir halt Open Layers GeoExt ein. Das wurde technisch vor allen Dingen dann halt von der Firma WWL umgesetzt und wir sind mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden, weil wir eben auch Kartenanwendungen relativ flexibel
neu konfigurieren können. Also wenn jetzt zum Beispiel für die Kartenanwendung oberflächennahe Geothermie was Neues gemacht werden sollte, wäre das halt relativ einfach, sich an diesen Bausteinen dann halt zu bedienen. Es gibt eine mobile Version, also das Ganze kann auch dann halt auf Smartphones oder Tablets benutzt werden. Da ist das dann eher in einer Reiterstruktur gegliedert. Die Webdienste haben wir alle aktualisiert. Es gibt jetzt halt OGC-konforme WMS-Dienste, die mit dem UMN Map Server 6.2 aufgesetzt worden sind. Wir setzen teilweise WFS ein, auch mit dem UMN Map Server 6.2 für ausgewählte Themen. Also beispielsweise die geologische Übersichtskarte im Maßstab 1:300.000. Da können Sie dann halt die Daten für Gebietsbereiche herunterladen. Und begonnen wurde auch damit halt ein WPS einzusetzen für dieses ISONG oberflächennahe Geothermie-System. Da haben wir auf den WPS vom Zoo Project zurückgegriffen. Ja, einige spezielle Features, da möchte ich näher darauf eingehen. Das wäre einmal die Limited Legend, dann Kartenverwaltung, der Datenexport und zum Schluss dann das Schnitte-Tool, das ist aus dem Georg-Kartenviewer. Limited Legend ist halt auch neu hinzugekommen in dem Kartenviewer und die ist für uns, oder das ist für uns eine echte Bereicherung, weil es halt so ist, geologische Karten sind halt sehr bunt. Bodenkarten sind noch und enthalten sehr viele Klassen. Bei der Bodenkarte ist es also extrem, also wirklich Dutzende von Klassen gibt. Und die im Kartenviewer dann halt wirklich so in der Legende anzugeben, dass man damit noch wirklich was anfangen kann, ist dann halt schwierig. Sie können immer auf das Get-Feature-Info gehen und das dann anklicken, die Fläche, die Sie interessiert. Aber in der Legende, die werden dann halt endlos lang. Und mit dieser Limited Legend haben wir dann eben die Möglichkeit, das auf den Bereich, das ist jetzt relativ nah rangezoomt, dann halt schon filtern, also die Einheiten, die halt im ausgewählten Kartenbereich da sind, werden auch in der Legende dargestellt. Kartenverwaltung, also das... Kartenverwaltung, dieser Themenbaum LGRB-Kartenviewer, der ist relativ fix nach diesen Themenblöcken auch eingestellt, zunächst einmal. Sie haben allerdings die Auswahl in dem Dialog meine Auswahl, die aktivierten Themen. Dort werden nur die gerade aktivierten Themen angezeigt und diese Themen können Sie dann halt per Drag and Drop neu anordnen. Und diese spezielle Ansicht dann halt auch abspeichern. Dafür müssen Sie allerdings angemeldet sein oder als Default setzen oder halt auch die URL zu der Kartenansicht weitergeben oder abspeichern. Ja, das wäre halt diese Kartenansicht, die jetzt halt abgespeichert wird als geologische Karte, mit dem Altbergbau und dann als Default gesetzt wird. Und das können Sie halt verwalten, dann halt löschen und so weiter. Dann Datenexport. Da wird halt der WFS eingesetzt. Da im Beispiel geologische Einheiten in der geologischen Übersichtskarte 1:300.000. Da gibt es dann halt die Formate GML, Shape und KML, unter denen Sie die Daten abspeichern können, halt für das Gebiet, was Sie sich ausgewählt haben. Gut, das ist auch neu, ist allerdings jetzt, also neu in unserem LGRB-Kartenviewer, allerdings nicht besonders neu in anderen in Kartenviewern an sich. Externe Webmap-Services können Sie auch hinzuladen, da sind einige voreingestellt auch schon. Aber prinzipiell haben Sie die Möglichkeit, halt jeden WMS dann auch in den Kartenviewer einzubinden, sofern er das Koordinatensystem unterstützt. Und wir haben als Koordinatensystem halt ETRS 89, UTM Zone 32.
Ja, außer vom Kartenviewer können Sie auch relativ schnell in unser Metadateninformationssystem kommen. Das ist eigentlich nur ein Reiter weiter rechts. Da im Metadateninformationssystem benutzen wir GeoNetwork Open Source, haben da eigentlich aus dem Programm den Kartenviewer herausgenommen und das halt grafisch auf unseren Kartenviewer zugeschnitten. Die Themenblöcke sind die gleichen in dem Metadateninformationssystem. Und es besteht halt eine Verbindung zwischen Kartenviewer und dem Metadateninformationssystem. Das heißt, Sie können sich ja die gefilterten Metadaten auch im Kartenviewer anzeigen lassen, können dann aber den gesamten Datensatz in den Metadateninformationssystem sich anzeigen lassen und können genauso halt aus Metadaten, die Sie sich anschauen, dann halt direkt in den Kartenviewer wieder springen. Die Metadaten selber sind Inspire-konform und auch GDIBW-konform. Ja, und auch GDI-konform. Der CSV-Service selber ist auch Inspire-konform. Ja, zum Schluss noch auf eine andere Anwendung, den GEORG-Kartenviewer. Das ist halt das europäische Interreg-Projekt, was wir hatten, was im letzten Jahr, im Februar 2013, zu Ende gegangen ist. Und da war dieser Kartenviewer dann auch fertig. Im GEORG kamen noch einige andere Anforderungen hinzu, also außer, dass die Metadaten und das Metadateninformationssystem Inspire-konform sein musste, war halt auch die Frage der Mehrsprachigkeit. Es waren halt die Franzosen, das BRGM als Projektpartner mit involviert. Und wir haben dann halt konsequent diesen GeoCard-Viewer in drei Sprachen umgesetzt. Also sowohl den Dateninhalt, also die Bezeichnung der einzelnen Karten und Layer, als auch die Kartenviewer-Oberfläche an sich. Ja, das ist also, wäre also das Englische und das Französische. Und im GEORG-Projekt oder bei EU-Projekten an sich spielen dann unterschiedliche Koordinatensysteme mit rein. Von daher haben wir in dem Kartenviewer standardmäßig halt auch die Daten in ETRS 89 UTM 232, aber Sie können den Cursor oder die Koordinatenanzeige kann auch umgestellt werden auf die landesspezifischen Koordinatensysteme, also Gauss-Krüger-Zone 3 zum Beispiel bei uns, oder auf globale Koordinatensysteme wie WGS84. Allerdings werden halt nicht die Daten wirklich oder die Kartenanzeige insgesamt umprojiziert, sondern die Koordinatenanzeige des Cursors. Ja, und eine Besonderheit bei dem GEORG-Kartenviewer ist das sogenannte Schnitte-Tool. Da haben Sie die Möglichkeit halt, sich geologische Profile vertikal oder horizontal erstellen zu lassen. Sie sehen hier diese rote Linie, das wäre also zum Beispiel ein Querprofil jetzt durch den Oberrheingraben etwa von West nach Ost. Diese Linie können Sie digitalisieren im Kartenviewer, sagen dann halt Schnitt erstellen und bekommen die Ausgabe dann halt das geologische Vertikalprofil, ist es in diesem Fall, als PDF-Dokument geliefert. Das geht direkt auf die 3D-Daten. Wir haben das 3D-Modell mit GoCard erstellt, also eine 3D-Software. Diese Daten wurden dann in PostGIS transformiert oder importiert und diese Abfrage geht dann halt direkt auf die 3D-Daten in PostGIS gehalten. Und genauso wie Sie Vertikalprofile erstellen können, können Sie halt auch Horizontalprofile erstellen, also Schnitte in einer bestimmten Tiefe. Oder halt prognostische Bohrprofile, dass Sie einen Punkt setzen und sagen, was ist unter diesem Punkt an geologischen Einheiten zu erwarten nach dem 3D-Modell. Ja, das bisherige Feedback ist eigentlich recht positiv. Der GeoCard-Viewer ist ja schon über ein Jahr jetzt in Betrieb. Der LGRB-Kartenviewer gerade jetzt erst im Februar. Die neuen Sonderfunktionen, wie zum Beispiel das Schnitte-Tool, das ich eben gezeigt habe, wird eigentlich sehr positiv bewertet. Das Handling ist auch intuitiver geworden. Auch der Umfang an Themen
könnte ja manche abschrecken, aber was ich bisher gehört habe, wird das eher positiv gesehen auch, dass so viel angeboten wird. Und auch die Performance hat sich verbessert, das wird auch wahrgenommen. Der Geologische Dienst Rheinland-Pfalz nutzt bereits eine modifizierte Version des Georg-Kartenviewers. Ja, und das ist jetzt Zukunftsmusik. Also was würde uns in Zukunft einfallen oder woran wären wir interessiert? Schön wäre natürlich auch eine Erweiterung des Kartenviewers um eine 3D-Visualisierungskomponente, dass man sich wirklich dann die 3D-Daten im Raum auch angucken kann. Oder halt ein verstärkter Einsatz noch von WPS, um sich GIS-Bearbeitungsschritte, die wir in dem Georg-Projekt immer noch sehr stark hatten, weiter zu vermindern. Ja, wenn Sie Interesse bekommen haben, hier sind die Links zu dem LGRB-Kartenviewer, zum Georg-Kartenviewer und auch zur Homepage der Firma WWL. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch von uns herzlichen Dank. Gibt es Fragen zu dem Vortrag von Herrn Zunft-Brekel? Ja, hallo. Mich würde mal interessieren, Ihre Metadatenanwendung. Ist das eine Eigenentwicklung oder was nutzen Sie da? Ja, da haben wir mit GeoNetwork, das ist ja auch ein Open-Source-Programm für Metadaten zur Metadatenverwaltung angefangen, haben das halt bis zum gewissen Grade versucht, selber anzupassen im Georg-Projekt. Aber dann hat die Firma WWL da halt noch grafische Anpassungen gemacht und zum Beispiel auch diesen Kartenviewer, der defaultmäßig in GeoNetwork auch mit drin ist, herausgenommen. Also da wurde auch noch ein bisschen das angepasst. Aber eigentlich basiert das auf GeoNetwork. Sie sagten ja, dass Sie auch eine mobile Anwendung gemacht hätten. Wie ist die zu erreichen? Weil ich habe gerade mal geguckt und habe das nicht gefunden. Das ist eigentlich, Moment, muss ich überlegen. Ich glaube, es ist einfach nur mobile am Ende. Also /mobile zu der Adresse. Aber ohne Gewähr, vielleicht können wir da gleich mal zusammen gucken. Ich hätte noch mal kurz eine Frage, und zwar, Sie hatten es eben schon angesprochen, Sie, Rheinland-Pfalz benutzt einen Teil dieses Georg MapViews. Wie ist das denn ansonsten, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern? Ist das so ein bisschen immer noch dieser föderale Flickenteppich, dass jedes Land seins macht, oder gibt es da im Grunde genommen auch Bestrebungen dieser diese technischen Kenntnisse und den ganzen Aufwand, den man treibt, einfach dann auch auf einer breiteren Basis zu nutzen? Gibt es da irgendwie Bestrebungen dazu, oder könnte ich jetzt sozusagen einen ähnlichen Vortrag von einem Bayern, Niedersachsen und Brandenburger hören, die im Grunde genommen alle das Gleiche machen? Jetzt zu den Cardview-Anwendungen. Ja. Da ist es, denke ich, schon so, dass verschiedene geologische Dienste da auch noch verschiedene Kartenviewer und verschiedene Techniken benutzen. Aber es ist schon so, dass wenn wir jetzt halt einen Kartenviewer aufsetzen, das auch wahrgenommen wird, das auch kommuniziert wird, das auch vorgestellt wird. Und dass Rheinland-Pfalz jetzt darauf zurückgegriffen hat, finde ich auch also sehr positiv. Also ich denke, die Entwicklung wird schon auch dahin gehen, dass es da zu einer Standardisierung oder zu einer Vereinheitlichung auch kommt. Gut, danke. Das Mittagessen ruft. Vielen Dank nochmal.